jeden Fall. Aber Tentakel sind in Ordnung, Fabi, ne? Ja, ja. Was? Was? Fabi, Fabi, auch was steht? Auf dem Schultisch. Nein, ich hab nichts zu beichten, Alter. Fabi mit seinen Tentakelmonstern. Oh Gott! Aber irgendwie hat's auch funktioniert. This escalated quickly. Wenn das jetzt auch noch startet, das wär's gewesen. Ich hab Fabi so krass in die Bredouille gebracht, ne? Also rein. Fabi einfach reingehen. Nur zwei Sachen. Nein, geh doch rein, ja! Das mit den Tentakeln oder Ladyboys? Was? Nee, das Fanboys eher. Ja, genau, Digga. Fanboys ist eher so Fabi sein. Hä? Digga, what? Junge, Fabi würde hier wahrscheinlich so auf Furry-Style. Digga, ich bin Bi, aber ich stehe nicht auf beides in einem. Komm schon, ich bin gerade so im Film. Ja. Entweder oder. Ja. Entweder oder, er nimmt das doppelte Film ein. Nein, will ich ja eben nicht. Ich habe keinen Bock auf beides in einem. Wenn ein Mann oder Frau, je nachdem, wie ich gerade Bock habe. Ich kann mir nicht vorstellen. Nee, ich bin der dominante Part. Gott, was geht denn hier ab? Ja, die hab ich nicht mehr. Benedikt! Ja. Was, das sind Gesprächsthemen. Der hat geschrieben, was macht ihr? Was? Ja, ich krieg die grad hardcore. Ich hab die Tore nacheinander irgendwie. Micha, wer hat gerade wieder geschrieben, hä? Ja, der Gegner gewonnen. Achso. Hast du Bus? Ich würde einfach zuschreiben, ja, wir ficken euch gerade. Ich hab zu wenig Boost für den Ball, aber genug für den Gegner. Ja. Ich weiß. Es tut mir leid, dass ich ihn 3 Monate früher als du gewusst hast. Sorry. Ja, das war der. Was? Nein! Gott! Hä? Warum werde ich immer von allen Leuten eingeschwult, Digga? Digga, ich werde auf der Arbeit prinzipiell von 2-3 Arbeitskollegen eingeschwult. Ich hasse es, so attraktiv zu sein. Ich will das aber nicht in der Arbeit, Bro. In der Arbeit hat sowas eigentlich nichts zu suchen. Das war kein Nein. Im Lager. Fabi, warum hast du das nicht auf der Arbeit zu tun, ne? Also ich meine, Pause auf Pause. Naja, Fabi ist halt gerne vom Computer bei. Was? Das hat doch damit nichts zu tun, aber ich habe keinen Bock auf Geschlechtskrankheiten, von daher. Fabi bekommt seinen ersten Blutflug bei Tausend von seinem Arbeitsverbot. Was? Scheiße. Gott. 68-jähriger Helmut. Nein, Digga, keiner von uns ist über Mitte 20, ja? Helmut ist der Luxus. Junge, was für Olaf, das war Olaf da raus. Die älteste bei uns ist 23, das ist ja noch voll okay, aber trotzdem, scheiß drauf. Nein, nein, den hab ich. Der 65-jährige Helmut ohne Zähne. Oh Gott, nein! Jungs, verstört mich! Oh Gott! Hab ich doch. Hey, zurück ins Haus. Was? Nein. Achso, okay, sorry. Boah, Micha dürfte jetzt echt nicht das Headset rausflutschen, ansonsten hört deine Mitbewohnerin unsere verstörenden Gespräche. Das Headset ist abgesetzt, aber okay, ne? Alles klar. Weiß er nicht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich gerade die betroffene Person bin, aber ich war gerade schon leicht verstört, Digga. Ich hab keinen Bock auf einen 60-jährigen Helmut ohne Zähne. Warum nicht? Ohne Zähne besser als mit. Ich meine, bei so einem heißen Typen Mitte 20 sag ich gerne ja, aber nicht auch bei so einem Günther, Digga. Was, wenn der 20-jährige Günther ist? Weil Günther Minimum Mitte 50 ist. Weiß der nicht. Gar keinen Bock. Günther kommt auf dich zu, Alter, da in der Bodybuilder und rippt die Kraft. Kontakt da.
Günther könnte auch aus dem Ausland kommen. Und außerdem finde ich, Günther ist kein schöner Name. Ich stehe eher mehr auf Jan oder Max. Günther aus dem Osmanischen Reich. Weiß. Günther aus dem Osmanischen Reich. Alles klar, Digga. Wenn irgendein Asiate sein Kind Günther nennt, kann er sich gleich erschießen sehen. Digga, das arme Kind, ja. Alle heißen Chong Li oder sonst was oder Yuta. Typischer Nachname von Li? Asiaten. Nachname. Yamata. Günther Wong, Alter! Nee, Yamata vielleicht oder so. Überleg doch, Günther Yamato. Yamato? Yamato? Was? Nein! Mit Yamato. Mit 450 Millimeter. Ein Digga, Gott. Nee, das wirst du dann aufsagen, also. Nein, nein! Nur die ersten 5 Sekunden. Was? Nein, Gott verdammt, das stimmt mit euch nicht. I'm blue. Arbeitskollegen im Lager namens Günther Wong. Nein. Hoffentlich nicht. Ich bin jetzt keine Arbeit, ich komme, dass ich auf der Arbeit bin, ey. Auch schlimm. Kannst du dir vorstellen, wenn du träumst und dann Albtraum hast, wenn du auf der Arbeit bist, ey. Und dann wachst du auf, du weißt nicht, ob du jetzt auf der Arbeit bist oder. Digga, bei mir gibt's keinen Albtraum in der Arbeit, Digga. Arbeit ist richtig nice, außer dass ich die ganze Zeit angeschult werde. Bei mir ist das immer so, wenn ich Bio 4 mache, habe ich Träume davon, manchmal sind das Albträume. Ich habe eine Zeit lang von Bio 4 Albträume gehabt. What the fuck, Digga? Hä? Dass ich in BO4 drinnen bin. Das ist kein Albtraum, sondern das ist von wegen. Für mich ist ein Albtraum der Moment, dass du nicht verantwortlich wirst. Das kannst du dir vorstellen, wenn du den ganzen Schlaf einfach nur BO4 vorstellst, dass du da drinnen bist. Das wird zu einem. Du hast echt komische Träume, Bro. Ja, Benedikt. Ja. Ich hab trotzdem weitergespielt. Jetzt stell dir mal. Er hat ja gerade Arbeit gemacht, Alter. Ja, aber auch ein Albtraum. Die haben Angst, von einer Handgranate gebumst zu werden, Digga. Endstadium. Oh, er muss sich schminken, Digga. Da kommt wieder der transsexuelle Boss, Alter. Nein, nicht wirklich. Ja, aber nicht in einem. Nee, ist nicht irgendwie so meins, Digga. Entweder oder ja, aber beides in einem finde ich jetzt einfach nicht wirklich attraktiv. Bin ich, sag dir, wie es ist. Jetzt muss auch das mit dem Dreier ganz anders funktionieren. Ich glaube, das ist jetzt immer nur drüber nachgedacht. Du meinst von Monte kommen? mit seinen komischen Sexfragen. Alter. Was? Vielleicht noch eine Stunde, bis zu einer Stunde nach dem Geschäft. Was? Wildschwein? Wildschwein? Was? Nein! Ja, ich bin gerade in ich bin gerade ich bin raus. Ihr seid so fies, ne? Ich
Bobby weiß einfach nicht mehr, was er dazu sagen soll. Er hat gebrochen. Ja. Was? Nein. Noch nicht. Okay, noch nicht. Da habe ich noch viel Raum. Danke, Bobby. Ja, auf jeden Fall. Ist doch voll die entspannte Stimmung, denke ich. Ich mache gerade ein YouTube-Video, werde durchgehend gefrontet und denke mir so, ja, irgendwie war es schon lustig. Hallo Mama, ich bin der Fernseher. Ich gebe dir 10er, wenn du in den Zoo reingehst und ich bitte einen Gorilla klopfst. Nein, Digga, das Vieh bringt mich um. Ich gebe dir 20. Ein Auge angelehnt auf Mike Tyson, Alter. Nein, Digga, das Vieh tötet mich. Ja, was war das denn für ein Tor? Keine Ahnung. Das schafft er aber nicht. Selbst Mike Tyson wurde auf die Fresse bekommen. Der Gorilla packt dich und zerdrückt dich mit einer Hand, Digga. Warte mal, was? Also, what the fuck? Nein! Schatz! Mika! Hä? Ich finde, dass man Remix an den Top-Kanäste. Ja, let's go! Kurz Tinder! Für Tarzan! Was für ein Schmierringler, Alter? Nee, danke. Was für Schmiersachen macht, weiß ich nicht. Digga, aber ich würde ganz gerne mal die Schwarzhaarige in der Arbeit kennenlernen, Digga. Aber sie ist irgendwie seit... Digga, sie war 2 Tage da. Dann 3 Tage nicht mehr. Nein, hab ich da einen Mock drauf. Und hoffentlich ist sie nächste Woche mal wieder da, Digga. Ich will sie eigentlich mal kennenlernen, aber bis jetzt gab es die Gelegenheit noch nicht. Nein, Digga, die kriegt ihr nicht, Alter. Hm, scheiß drauf. Ah, schau hin, da sagt Fabi auf einmal scheiß drauf, aber bei anderen 20 hat er nicht. Ja, mir ist es egal, ob es Männchen oder Weiblein ist, weil ich finde diese Person einfach unfassbar süß. Nein, eben nicht, aber mir wäre es egal, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, weil ich finde die Person einfach süß. Weil wenn es eine Frau ist, ist sie vom Style sehr stark an Männlein angelegt, aber hey, scheiß drauf. Er ist am Überlegen, ich höre euch gerade nicht, meine Waffe ist so laut. Ich habe euch gerade wirklich nicht gehört. Ja, wahrscheinlich. Nur weil ich blond bin, du Arsch. Nee, geht auch noch, ehrlich. Haiku! Nicht Haiku! Oder so, Alter, scheißegal. Als das Ding mit den Japanern da. Das ja, dachte ich mir. Dachte ich mir, Digga. Japanisch ist ja auch Anime. Alter. Warte mal, was? Japanisch ist vielleicht animiert, wie der Maya ist auch animiert. Marcel, woher willst du das wissen? Hast du wohl schon so viele Japaner ausprobiert? Fabi, das würde ich ganz gerne. Weil das Ding beginnt bei Season 1, geht weiter mit Season 2, Season 3, Season 4, auf über Season 10 und Season 12. Warte mal, haben die 10 verlernt? Perfekt.
Also auf Netflix hast du 2 Staffeln oder 3 sogar. Ja, dann ist halt nicht schlecht. Aua. Hatte ich dir keinen Bock gehabt, den Rest zu You are not the boss. You will not be the last. Das sind ja von wegen. Ich hab keinen Boost. Auch nicht. Und nimm du den dann. Okay. OVP heißt, ich hab keinen Boost. Und verhandelbarer Preis eigentlich. Oh, mein Zimmer. Da ist er drinne. Aber ich kenne Marcel, bei einer Asiatin würde er definitiv nicht nein sagen. Aua. Doch. Also, ich sag euch ganz ehrlich, ne? Digga, dein Shepard's richtig. Asiatin, ja, aber es kommt drauf an, wie die Asiatin aussieht. Na klar, logisch, aber halt nur eine hübsche Asiatin würde ich glaube ich nicht nein sagen. Warte mal, was? Was? Wir wissen schon, dass Türkei auch noch im Kontinent Asien gibt. Also Asien sind auch Russen oder auch Türken, ne? Türken sind doch keine Asiaten, Digga. Doch, die sind in Asien, deswegen. Nein! In welcher Welt lebst du denn, Digga? Hast du schon mal einen Türken mit Schlitzaugen gesehen? Also ich jetzt noch nicht. Hallo, das ist alles scheiße. Ja, aber du unter Asiaten verstehst, von dem für dich dieser Mensch schon asiatisch aussehen. Ja. Sehr unwahrscheinlich, der. Warte mal, was? War richtig, wenn das geht schon seit einer halben Stunde so. Was hast du dann? 2 mm Nahkampf, ich danke. Willst du das genau wissen, der Spaß? Hätte genau 1,5 mm. Was? 1,5 cm? Oh Gott, Digga! Der Durchschnitt für richtig penetrativen Sex ist 150 mm. I'm pretty sure it has a nice character. Pretty sure, Alter. Nein, ich hab den Doppel gemacht. Na klar, was geht ab? Das ist das, was ich da gemacht habe. Du willst dich ficken lassen, gehst in Yu-Gi-Oh! Rein, ja? Was? Nein. Ja, ich bring jetzt gleich wieder weg. 300 Plus-Punkte. Hallo? Nein! Hallo? Nochmal. Bist du schon da? Alles klar. Ja. Ich glaube, es ist gut, dass ich gerade nur die Hälfte verstehe. Alles klar, ja, ich mach die Runde jetzt zu Ende, dann bin ich sofort. Okay, mit Eisenfrau. Ja, das Problem mit Eisenfrau, ne? Ja. Was passiert, was hat er gesagt?
Junge, ich bin gerade vom Ohrenarzt gekommen vor kurzem, ich kann jetzt endlich wieder hören. Da will ich mich jetzt nicht wieder schädigen. Ja, da hast du immer den Tunnel reingehalten oder nicht wieder. Na, okay. Und woher weißt du das? Ja, ich hab's auch. Ja. Counter-Move 1000, Alter. Das wird mal den Käufer in Anspruch nehmen. Käufer in Anspruch nehmen, als meinst du einen Kaufvertrag oder was? Ich mach ja jetzt den Abschluss. Ich geb mir 5. Oh Gott! Nein, dann schaffen wir auf einem anderen Niveau. Okay, es gibt auch hier Verkäuferinnen, die sind echt hübsch, Alter. Was war das für ein Schritt? Ach Mann! Herzlichen Glückwunsch! There was no hope, no mercy for you. Niklas ist weg. Ich glaube, der hat auf euch einfach instant keinen Bock mehr. Nein! Junge, guck dir das an! Er meint sein 30 cm Nadellack, Digga. Alter, Fabio, was schiebst du hier rein, Alter? Ich red ja von dir, du Held! 30 cm Nahkampf, Digga? Was? Was? Alter! 30 cm, Alter! Junge! Dann auch noch Nahkampf. Mach mal, Digga. Mach mal rein! Nichts nachkam, scheiß drauf, Digga, ich glaub Mika hat sich gerallt. Warte mal, was? Ich seh kein Wort, Junge, Alter. Das ist echt zu viel, manchmal. Mika, verpisst du dich dann, oder wie sieht's aus? Ja, ich bin jetzt weg, und mach ich auch direkt. Dauert nur eine Minute, nicht? Boah, warum? Soll ich dann bei jemand anderem schlafen, um dann morgen so aufzupassen? Okay, perfekt. Man kennt's, jeden zweiten Tag mal bei einer anderen brennen. Ja, ist halt leider echt. Hey, ich kenn's halt wirklich, Digga. Fabi, du kennst wirklich. Kuscheltiere zählen aber nicht. Ach, halt die Fresse, Digga. Was? Schwein. Yo! Fabi, du bist von dir aus gemacht. Junge, what the f... Scheiß drauf, Digga, also... Das war natürlich nur Spaß, ich penne meistens bei mir, wenn dann kommt sie zu mir, aber what the fuck, Digga... Digga, was stimmt mit dir nicht? Nein, nicht Tuscheltiere! Ach, halt doch die Fresse, Digga. Er ist gerade leicht am Übertreiben. Oh, don't fuck me, Daddy, Digga, was soll das Scheiß? Nein! Auf einmal krieg ich wieder einen osmanischen Rundschwimmer. In mein Gesicht. So, Jungs. Schön haben wir euch. Okay, ciao, ciao. Schönen Abend. Viel Spaß. Nein, Micha. Also ich weiß ja nicht, an was ihr denkt, aber wenn man bei einer Freundin übernachtet, kann man auch einfach mal Spaß haben. Was?
kommt das schon wieder, ey, nein, bitte nicht. Oh Gott! Was geht denn jetzt, Alter? Das war Fabi, der ist extra nach Fixus geflogen, nach Anwohnern da. Nein! Gott! Was nein? Ich habe nie von niemandem das Arschloch kitzeln lassen. Diese Aufnahme ist so hart verstört, Alter. Ja, hast du schön ausgeredet gehabt, ne? Dachte, wir hören das nicht. Da will Fabi mal die Rollen tauschen. Nein! Gott, Digga, was ist denn hier los? Das ist ja schon mal in der Arbeit. Gott. Wow. Ich hab neue Messer, die von Amazon gekauft wurden. Ich habe aktuell ein Cuttermesser neben mir liegen. You will learn of my ruthless efficiency. Skürre. Ich kann es gerade unter blauem Licht nicht sehen, ne? Wusstest du das? Was ist? Gibt extra Licht, was die Sehne nicht sehen lässt. Ja, blaues Licht halt. Ja, so ein extra blaues Licht. Ja, das ist in Bremen auf dem Bahnhofsteil ähnlich. Ich habe auf TikTok schon jemanden gesehen, der ist auf der Berufsschule von denen. Ja. Hab ich auch gesehen. Hab ich auch echt gedacht. Ja. Einfach auf der Berufsschule, was da schon alles passiert sein muss. Ja, ja, weißt du, Alter, da geht er normal raus, auf einmal kommt er dicht wieder rein. Ja, das Problem ist halt eigentlich nur so, die haben das komisch gemacht, weil die haben das nur in der Kabine gemacht, ne? Das heißt, wenn du aus der Kabine rausgehst, jetzt hast du ja normales Lichtschein, ne? Jetzt kann ich nicht stechen, jetzt kann ich nicht. Ja, da kannst du ja einfach stechen von wegen, wenn du nicht auf Toilette bist, ne? Kannst du dich da vorbereiten und dann... Muss ja nur die Vene finden werden. Oh Gott. Man kann ja auch auf Glück machen. Ich hoffe, funktioniert das nicht.